Nehmen wir das mal. Und du kommst dorthin. Du kommst dorthin. Haha, gehen alle Zahnräder. Da kommen jetzt nicht genug Eisenplatten an. Ach nee. Ich werde hier ein Kistchen mit einem Arm machen und das Ding soll dann die roten. Ne? Die roten Förderbänder. Jetzt habe ich es. Mit aufs Fließband drauflegen, damit die verarbeitet werden. Da habe ich noch gelbe. Und in gelbe werde ich später noch brauchen, aber die sammeln sich da drin an. Die kann ich da immer wieder rausholen. Ja, das Sortieren, das große Sortieren. Ich weiß gar nicht, ob ich nachgeguckt habe. Ich hatte mich ja schon mal gefragt, ob es nicht ein größeres Inventar gibt. Ich glaube, dem war nämlich so. Oder gab es das nur hier unten als Schnellleiste? 15 Türme im Gefecht. Halt, könnte die Kiste da auch abbauen. 11, 12 Türme. Ein Objekt wurde beschädigt. Huch. Für dich, da habe ich noch welche. Jo, die gelben hole ich da auch mal raus. Pack die ebenfalls damit rein. Nicht unbedingt notwendig, aber dann schaffe ich das hier mit der Zeit mal weg. Später werde ich mich darüber ärgern, dass ich hier die Kiste mit den Dingern stehen habe. Deswegen mache ich das einfach jetzt. Ich habe keine Ahnung, aber das wird sich über mehrere Folgen hinziehen, dieses Umbauen und Optimieren. Optimieren ist das ja noch nicht mal, ist ja einfach nur Umbauen. Da müsst ihr leider durch. Ich hatte auch überlegt, ob ich da nicht eine Zeitrafferfolge oder sowas draus mache. Aber mich dann doch dagegen entschieden. Solltet ihr das Ganze im Zeitraffer sehen und es etwa so anhören, dann habe ich mich doch nicht dagegen entschieden. Da ist das Kistchen voll. Wir machen doch ein Stahlkistchen draus. Die passen, glaube ich, alle gar nicht da rein. Hier, Lampe. Lampe. Sieht man ein bisschen was. So, mein Panzer habe ich, glaube ich, unten stehen lassen. Du bist Steinecke. Da sieht einiges inaktiv aus. Ich bin aber nicht sicher, ob da wirklich alles drunter raus ist. Erwartete Ressourcen 0. Da sind noch welche drunter, da aber nicht. Da auch nicht. Da sind noch welche drunter. So. Nee, oh Gott. Hätte ich ganz um den Teich umzulatschen müssen, wenn ich hier Richtung gehe.
Ich hoffe, ich habe die Panzer unten gelassen. Nicht, dass er oben steht und ich wieder zurücklatschen muss. Ich meine, selbst mit dem Rennen auf dem Förderband dauert das ewig. Ach, da ist er. So, du würdest ganz gerne, aber du kommst nicht ran. Du kommst da nicht ran. Du kommst ran, aber du kannst es nicht rauspacken. Eisenkiste, Stahlkiste. Dir werden nicht schnell genug die Zahnräder eingepackt, ne? So, nehmen wir den Strom hier wieder weg. Setzen den einmal dahin, einmal dahin. Nicht, dass sie in der Geschwindigkeit produziert würden, als dass drei Arme die wegpacken könnten, aber schön, dass ich da drei Arme hingesetzt habe. Und hier kommen nicht genügend. Okay. Okay. Alles für die Produktion. Hey. So, erhöhen wir den Output mal ein bisschen. Allerdings, wenn ein Arm man gerade rauspackt, dann können nicht drei Arme reinpacken, sondern kann auch nur ein Arm reinpacken. Von daher ist das totaler Mumpitz. Ups. Wünschte ich mir schon ein bisschen schneller, ne? Dazu bräuchte ich aber mindestens mal eine Fabrik und eine Ausweitung der Eisenzahnradfabrikation. Boah, 17 Türme, was ist denn hier los? Hallo? Da haben wir 15 drin, da haben wir 17 drin. Das lohnt sich ja noch gar nicht mitzunehmen. Bin ich am Hadern mit mir, ob ich das jetzt tun soll. So, schmilzt er etwas schneller. Halt. Ich sehe auch schon das nächste Problem. Es packt nur einen Arm hier raus, ne? Holen wir uns ein paar Fließbänder von denen, die wir gar nicht mehr benutzen wollen, um sie zu benutzen. Da, 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 da. So. Ström, Ström. Ich muss euch gerade sagen, was ihr bauen müsst, ne? Zahnräder. Zahnräder.
So. Der Ob von 2 und hier lockert sich schon auf. Und da werden gleich, glaube ich, nicht mehr genügend Eisenplatten ankommen. Mal schauen. Die Zahnräder stauen sich hier auf jeden Fall noch nicht. Der eine Arm schafft die immer noch weg. Jetzt wird's weniger. Ah. Ich nehme die erste Ladung mal mit. Was brauchst du? Boah, 40 Eisenzahnräder. 40 Eisenzahnräder. Panzer? Panzer. Teste es mal aus, ob auf dem Fließband schneller fährt. Ja, tut er. Oder? Ich bleib dabei. Ist schneller gefahren. Auch wenn es eine Einbildung war. Ich bin gerade echt etwas genervt, muss ich sagen. Und bleibt stehen. Von diesem Hin und Her. Keine Ahnung, warum ich da heute so genervt bin. Das ist im Übrigen am heutigen Tag auch die dritte Aufnahmesession von diesem Spiel. Muss da ja immer wieder mal eine Unterbrechung machen. Und manchmal hat man es dann auch über, dann reicht das auch. Steht ihr nach da ausgerichtet? Okay. So. 3. Warum habe ich nur 3? Warum kann ich nicht mehr machen? Weil mir Kupferplatten fehlen. Kupfer. Kupfer. Nehmen wir mal reichlich Kupferplatten. Okay, das reicht für 10. Ich will mich ja nicht beschweren. So. Halt. Das war falsch. Okay. Da baue ich mir eine Sicherung hin. Zu oft war es so, dass ich dann zu dicht rangegangen bin und dann überrannt. Au, au. Hui. Machen aber was kaputt. Wo sind die Türmchen? Müssen wir halt etwas massiver vorgehen. Wenn die Jungs so aggressiv sind hier. Noch einen Turm hochgegangen. Oh Mann. Hm.
Nur mit geballter Gewalt hier kommt man von vorwärts. Fiese Aliens. So, schauen wir nach. Oh, die ist auch schon dick geworden. Ich denke mal, das geht auch bald los, dass sie sich hier vereinen, oder? Oh, schön. So, ja, ich möchte gleich ein paar Basen ausrotten. Ups. Dann kann währenddessen uns ein blaue Förderbänder gesammelt werden und die. So, die werde ich dann später abholen. Und dann anfangen, unsere Zulieferungslinien sozusagen auszubauen, damit das Ganze ein bisschen schneller vorangeht. Beziehungsweise ich da nicht mehr umbauen muss. Ich möchte dann gerne Wege schaffen, die dauerhaft dann bleiben können. So, da ist er. Dann, ja, immer mit den Aliens hier, da muss ich ein bisschen konzentriert arbeiten, deswegen noch wortkarger sozusagen. Aber ich möchte hier so ein bisschen Pufferzone schaffen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt sinnvoll ist, ob das funktioniert. Aber testen möchte ich es doch ganz gerne. Was mir nicht gefällt, ist, dass ich jetzt mitten in der Nacht rumrenne. Und dass ich, ja, keine Türme mehr bauen kann. Achso. Vielleicht funktioniert das ja. Sollen die sich drum streiten, wer die jetzt alle kaputt machen darf. Vielleicht kommen die hier angerannt. Und ja, Müllentsorgung, ne? Machen wir hier noch was? Nee. Meine Lasertürme oben habe ich abgebaut.